rafiki ukiwa wote ni rafiki zako ukiwa bangongo ni adui zako mtakula mtakunywa mtanena mtacheka maneno mengi watasema ili kukufurahisha mambo mengi watafanya ili kukuridhisha na kama mtakuwa viwanja wenyeji watakisha hata chumvi nyumbani hakuna na wao kwa kunywa watakisha. Das ist Ismail auf dem Weg zum Strand am Diani Beach in Kenia. Ismail weiß, was seine Kunden wünschen. Zigaretten zum Beispiel. Man bekommt sie bei ihm auch einzeln. Aber er hat in seinem Bauchladen noch eine besondere Spezialität. Geröstete Cashewkerne. Die sind selbst hergestellt. Hier am Strand nennen ihn deshalb alle den Cashewman. Cashewkerne sind teuer, selbst in Kenia. Doch Touristen sind zahlungskräftige Kunden. Jumbo. Ja, Jumbo. How much are the cashew nuts? It's 200. 200? For one packet. How many packets? One packet, please. One packet. One packet. Wenn er Glück hat, verkauft er heute 5 bis 6 Tüten. Das macht umgerechnet etwa 10 Euro. Am nächsten Morgen, 5 Kilometer vom Strand entfernt. Wir begleiten Ismail und seine Tochter Shumuni in den Busch. Sie wollen uns zeigen, wo die Cashewbäume wachsen und wie eine Cashewnuss aussieht. Im Rohzustand, versteht sich. Auch ein Rind geht gern auf ausgetretenen Pfaden. Shumuni hat Angst vor ihm. Doch ein bisschen einschüchtern macht den Weg frei. Was zuerst ins Auge fällt, ist diese sogenannte Scheinfrucht, auch Cashewapfel genannt. Cashewäpfel bilden den oberen Teil der Cashews, an dem normalerweise die echten Früchte hängen, mit den Cashewkernen innen drin. Doch hier haben offensichtlich Affen am Apfel genascht. Dabei ist der untere Teil abgefallen. Ismail demonstriert, wie eine komplette Cashew aussieht. Oben die hier schon verhärtete Scheinfrucht, unten die eigentliche Frucht. Diese Bäume hier gehören dem Nachbarn. Und du darfst hier Cashews sammeln? Is allowed if you take a sample like this, but is not allowed if you collect more. Ein paar Cashews sammeln ist okay, aber wenn es mehr werden, muss man bezahlen. Is allowed. Yes. To get the sample, example. Yeah, is allowed. But if you come with a bag, you collect more. It's not allowed. Also wenn man zum Beispiel mit einem großen Korb kommt, das geht nicht. Because if you like more, you come and you take more, you pay money. Yeah, yeah. You have to pay. How much have you got to pay? Und wie viel musst du dann bezahlen? It's going by a kilo. Der Preis wird per Kilo abgerechnet. Cashewbäume können bis zu 20 Meter hoch werden. Um reife Cashews zu ernten, nutzt man daher lange Stangen. Die Kinder des Nachbarn beherrschen das aus dem FF. Und zeigen uns stolz ihre Ausbeute. Bei Ismail zu Hause. Der Nachbarsjunge bringt Nachschub. Lieferung frei Haus. Das Kilo für 100 Schilling. Fatuma prüft, ob die Ware okay ist. Auf dem Grundstück warten Hunderte von Cashews auf die Verarbeitung. Yeah, if you get the cashew nuts from the cashew nut tree, you keep in the Also wenn man Cashews bekommt, hält man die trocken und lagert sie auf dem Boden. Nach ein paar Tagen sind sie dann fertig fürs Brennen.
Eine Arbeit, für die Fatuma, Ismaels Frau, zuständig ist. Als Trennmaterial nutzt sie vertrocknete Palmenblätter. Das schont die Ressourcen. Holz ist knapp in Kenia und die Forstbehörde versucht, die illegale Abholzung von Bäumen zu unterbinden. Das ist Mwanam Toto, die jüngste Tochter. Fatuma verteilt das Feuer, damit alle Cashewfrüchte genug Hitze abbekommen und die steinharte Schale brüchig wird. Man kann sich kaum vorstellen, dass in diesen verkohlten Früchten noch die unversehrten Cashewkerne stecken. Bevor es nun weitergeht, müssen die Früchte erst einmal abkühlen. Etwa eine Stunde dauert es, bis die Cashews kalt sind. Dann kann man sie aufschlagen. Then you can start breaking. Yeah, then you can start breaking. Jede einzelne Cashewfrucht wird jetzt aufgeschlagen und der Kern aus der Schale herausgetrennt. Eine Arbeit, die sehr mühsam ist und viel Zeit kostet, was sich dann auch im vergleichsweise hohen Preis der kleinen Köstlichkeiten widerspiegelt. Was nun folgt, ist der Feinschliff. Alle Kerne müssen fein säuberlich geschält werden. Junoni und ihre 13-jährige Schwester sind schon seit einigen Stunden bei der Arbeit. Auch für ihn fällt fast immer etwas ab. Handhygiene. Die ist wichtig für den nächsten Arbeitsschritt. Kochen über offenem Feuer. Das ist für Kenianer, die im Busch leben und noch keinen Stromanschluss haben, gang und gäbe. Die geputzten Cashewkerne kommen nun zum Rösten in den Topf. Der traditionelle Holzlöffel hilft, die Cashews gleichmäßig zu bohren. Gründlich umrühren und noch ein bisschen Salz dazu. Alles zusammen ergibt den köstlichen Geschmack, für den Ismaels und Fatumas geröstete Cashews am Strand bekannt sind. Fertig. Die Kerne müssen jetzt abkühlen. Sie sind heute ein wenig braun geworden, aber das kommt vor bei einer Produktion, wo alles in reiner Handarbeit entsteht. Fatuma bringt die Portion, die heute in den Verkauf kommt. Während Ismael Tüten zu 200 Gramm abfüllt, bereitet seine Frau das Einschweißen der Verpackungen vor. Noch ein letzter Check.
Dann sind die ersten zwei Tüten fertig. Es ist nun 4 Uhr nachmittags. Zeit für Ismail, seinen kleinen Bauchladen zu packen. Etwa eine halbe Stunde wird er mit dem Fahrrad bis zum Strand brauchen, quer durch den Busch. Dann bleiben ihm noch 2 Stunden für den Verkauf seiner Cashews. Denn schon gegen 6:30 geht in Kenia die Sonne unter. Und dann ist das Geschäft für heute gelaufen. Lakini kumbuka, hao si wenzio.